Breitling hat ja eine sehr reichhaltige Geschichte. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, auch die Geschichte, sagen wir mal, vor den 80er Jahren stärker in den Blickpunkt zu rücken. Es fällt auf, dass Sie immer wieder in die Geschichte schauen, was gab es an interessanten Modellen, um sich inspirieren zu lassen für Re-Editions. Aber es gab so viele Modelle. Wie gehen Sie da vor? Also was ist besonders interessant? Indem wir eben versuchen, das zu segmentieren. Das heißt, man hat einerseits die Kollektion, die immer verfügbar ist. Andererseits haben wir limitierte Auflagen in Bezug auf verschiedene Themen, wie jetzt eine Noten. Andererseits haben wir, wie gesagt, Re-Editions, und da werden wir zwei pro Jahr auf den Markt bringen, und sogenannte Capsule Collections. Das heißt, dass wir hier Themen abdecken können, aber für einen gewissen und begrenzten Zeitrahmen. Und so kann man, ohne, sagen wir mal, die Kollektion zu überlasten und den Handel auch zu überlasten, diese verschiedenen Themen und Geschichten auch der Breitling, und Sie haben es richtig gesagt, diese unglaublich reiche Geschichte der Marke Breitling nochmal aufleben lassen. Sie haben von der Re-Edition gesprochen, vielleicht können Sie das Konzept ein bisschen erläutern. Inwieweit entspricht die dem historischen Modell? Also wir arbeiten hier natürlich mit Spezialisten, in dem Fall mit Fred Mandelbaum, der uns beraten hat und der sehr penibel war in der Zusammenarbeit. Ich sage das jetzt auch positiv in Bezug auf die Bedruckung, in Bezug auf die Größen und so weiter. Wir mussten hier in Anführungsstrichen ein neues Werk entwickeln, ein Handaufzug, Chronograph, um sagen wir dem Esprit der damaligen Zeit zu entsprechen. Natürlich ist es nicht mehr das Werk von damals, aber es ist ein Breitling-Manufakturwerk. Und es war ein sehr, sehr langer Prozess. Es ist zwar eine Re-Edition und wir wussten alles über dieses Produkt, aber es war fast mühsam und langwieriger, als ein neues Produkt zu entwickeln. Das heißt, dieses neue Modell entspricht von den Maßen, von der Optik zu 99% dem Original. Dem Original, ja. Mit der Technologie von heute, also die Uhr ist natürlich wasserdicht und wie gesagt, hat ein neues Werk, aber natürlich ein Handaufzugwerk, aber die Dimensionen, der Look ist im Prinzip zu 99% des damaligen Produktes. Haben Sie auch das Glas so gemacht wie damals, oder ist das ein Saphirglas? Das ist ein Plexiglas natürlich. Ja. Wie damals. Und wie gesagt, wir wollten so nah wie möglich an den damaligen Produkt. Und das erklärt auch den unglaublichen Erfolg. Wie sehen Sie das Thema Retro generell, Retro-Design? Ist immer so eine Frage, wie nah ist man an der Vergangenheit und wie sehr muss man die Uhr für die Zukunft oder für die Gegenwart gestalten? Also einer unserer Schlagwörter ist ja Modern Retro. Und das sehen Sie auch in der Dekoration, in dem Loft-Design unserer Boutiquen, auch mit der Art und Weise, wie wir mit den Partnerschaften umgehen, sei es Surfing und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig in einer digitalen Welt, in einer modernen Art und Weise, sagen wir mal, die Geschichte aufleben zu lassen. Und das versuchen wir. Wie gesagt, das sind jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Capsule Collection anschaue, da denkt man an Catch Me If You Can, Pan Am, Leonardo DiCaprio. Und das sind Produkte, die es heute nicht mehr so gibt, oder mit den orangenen Zeigern und Indexen. Und ich glaube, sie können das auf sehr moderne Art machen. Für mich heißt Retro nicht unbedingt alt und verstaubt. Deswegen nennen wir das ja modernes Retro. Und der Erfolg gibt uns recht, weil die Leute suchen nach solchen außergewöhnlichen Produkten, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Aber wir haben natürlich auch völlig moderne Produkte, Sportprodukte. Aber ich glaube, wir haben hier dieses Jahr deswegen auch eine sehr, sehr ausgeglichene Kollektion von Re-Editions über modernes Retro hin zur modernen mit der Super Ocean. Die Super Ocean haben Sie angesprochen. Das zeigt, dass Breitling nicht nur im Fliegen zu Hause ist, sondern auch im Wasser. Können Sie noch ein bisschen was zu dem Modell sagen? Das war witziger, interessanterweise haben wir auch Anzeigen gefunden aus den späten 50ern, Anfang 60er Jahren, wo damals schon Breitling in der Werbung geschrieben hat: Wasser, Land, Luft.
und genau die gleichen Produkte, also die Super Ocean damals, die jetzt die Super Ocean Heritage ist, die Chronomat, die damals eben auf der Erde oder im Land angesiedelt war, und natürlich die Navitama als Fliegeruhr. Und es ist effektiv so, dass Breitling in der Geschichte immer in diesen drei Segmenten tätig war, im Automobilsport sehr, sehr stark, mit Jim Clark, mit Brabham, mit verschiedenen, auch im Segelsport, im Skisport und so weiter. Also Breitling war immer viel breiter aufgestellt als das, was man, sagen wir mal, aus der nahen Vergangenheit kennt, wo es ausschließlich um Fliegeruhren geht. Und wir sind sehr froh, dass wir dieses sehr sportliche und große und coole Produkt wieder jetzt überarbeiten konnten, um eben hier den Bereich Tauchen oder Surfen oder Wasser abzudecken. Wenn man sich die Uhren so anguckt, dann ergibt sich im wahrsten Sinne des Wortes ein buntes Bild. Inwieweit spielt Farbe eine Rolle heute für die Uhrenindustrie? Also das weiß ich nicht für die Uhrenindustrie. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es ist ein sehr wichtiges Thema bei Breitling. Breitling war immer anders vom Design. Ich möchte es nicht jetzt bunt negativ nennen, aber wir haben auch, wenn Sie sich die typischen Looks der 40er, 50er Jahre mit Panda zum Beispiel, mit dem typischen Panda-Look, schwarze Zähler auf weißem Zifferblatt, das war immer die Designcodes der Marke. Und das versuchen wir natürlich auch in dieser Kollektion, jetzt auch zum Beispiel mit der Bentley, mit dem Holz-Zifferblatt wieder zu spiegeln. Zifferblatt aus Holz, in Braun natürlich, und dann die schwarzen Zähler. Und das ist Teil der Wiedererkennungswerte unserer Marke. Was für ein Holz ist das? Das nennt sich Burl Elm. Ja, das ist genau das gleiche Holz, was Bentley auch in ihrem neuen Continental nutzen und was die früher in den 30er Jahren für die Sitze genutzt haben. Was muss man denn tun, um heute etwas ganz Neues zu schaffen, was vielleicht später mal als Ikone erkannt wird? Also die Premiere, die wir letztes Jahr eingeführt haben, inspiriert sich aus der Vergangenheit, aber es ist keine Reedition, es ist kein Retro-Produkt. Es entspricht der Idee, im Prinzip eine klassische Breitling-Uhr zu haben, aber es ist ein sehr modernes Design. Ich glaube, diese Uhr ist im Übrigen sehr, sehr erfolgreich und hat hat sicherlich die Fähigkeiten, Klassiker zu werden. Inspiriert mit gewissen Designelementen, aber es ist ein völlig modernes Produkt. Also es ist ein zeitgemäßes Produkt. Und ich glaube, das ist etwas, was noch ein Riesenpotenzial hat. Wenn Sie sich aber die 10, 15 klassischen Uhren anschauen, die es heute auf dem Markt gibt, sei es bei Rolex, Audemars Piguet, Cartier und so weiter, das sind natürlich alles Produkte, die 50, 60, 80, 90 Jahre alt sind. Ja. Und das sind die Klassiker. Auch wir haben einen Klassiker, das ist die Navitimer. Auch wir leben von dem Image dieser Uhr. Aber diese Uhren müssen sich weiterentwickeln. Das ist genauso das gleiche wie ein 911er Porsche. Das Design ist das gleiche im Prinzip, entwickelt sich aber weiter, um zeitgemäß zu sein. Und das versuchen wir auch mit unseren Produkten hier. Sie haben Navitimer angesprochen. Sie haben, als Sie damals zu Breitling kamen, die Navitimer 8-Linie eingeführt. Eine sehr schöne Linie, die aber auch umstritten war, weil viele Sammler gesagt haben, Navitimer muss eigentlich eine Rechenschieberlünette haben. Und wo haben wir sie hier? Die hatte das nicht. Jetzt heißt diese Kollektion Aviator 8. War das eine Reaktion darauf? Das war sicherlich eine Reaktion darauf. Und wir haben schon seit einigen Monaten diesen Namen jetzt eingeführt, sei es mit der Mr. Porter, die wir eingeführt haben vor 6, 7 Monaten oder in limitierten Auflagen bei Swiss und jetzt mit der Curtis. Das Design ist inspiriert von der Avi aus den 1950er Jahren,
mit den Zählern, mit der Grafik der damaligen Zeit. Und die Uhr damals hieß Avi und es ist effektiv so, dass jetzt der Name sicherlich angepasster ist dadurch, dass obwohl es immer Uhren gab, auch Navitimers ohne Rechenschieber, aber ich glaube, dieser Name passt jetzt einfach besser zum Produkt. Und dann haben wir drei Produktgruppen im Fliegerbereich, die Avenger, die Navitimer und die Aviator 8, die mehr die 30er Jahre oder die Periode der 30er Jahre abdeckt. Letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Sie arbeiten mit Ocean Conservancy zusammen. Das ist eine Organisation, die sich um das Wohlergehen der Weltmeere kümmert. Sie haben eine Uhr rausgebracht vor ein paar Monaten. Die hatte ein NATO-Band, das aus alten Fischernetzen besteht. Econil, ja. Genau. Wie wichtig ist dieses Thema Nachhaltigkeit? Schauen Sie, wir haben hier das Band. Ich zeige Ihnen das mal kurz auf. Und das haben wir zusammen entwickelt mit dieser Firma von Kelly Slater. Und das ist ein NATO-Band, aber hergestellt aus Nylon bzw. aus recyceltem Nylon von den Tonnen und Tonnen, Hunderten von Tonnen von Fischernetzen, die verloren gehen in den Weltmeeren pro Jahr. Und es geht nicht darum, dass wir glauben, die Welt retten zu können, aber es geht darum, zu versuchen, Gutes zu tun und auch das zu verbinden mit Corporate Social Responsibility. Und Kelly Slater, dem war das sehr, sehr wichtig, dass wir diese Themen aufgreifen. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Wir arbeiten mit vielen anderen Stiftungen zusammen, mit Quebeca in Südafrika oder eben mit Ocean Conservancy, wo es darum geht, Strände zu säubern von Plastik. Plastik ist eines der größten Probleme momentan, ich würde mal sagen, in unserer gesamten Umwelt. Insofern versuchen wir, das Maximale zu tun in unserem Einflussbereich. Wie gesagt, wir können die Welt nicht retten, aber wir verkaufen diese Produkte an einflussreiche Menschen. Und wenn wir dieses Thema an diese Menschen, die eine gewisse Macht haben, auch heranbringen können über solche Produkte, glaube ich, macht das sehr viel Sinn. Aber auch jüngere Menschen, denke ich. Absolut. Generell, die sich auch dann jüngere einfach Menschen besser fühlen, wenn sie absolut, so ein Band absolut. Vielleicht haben. Und das Produkt ist wunderschön, sehr, sehr erfolgreich. Die Qualität ist da und es funktioniert. Ja.